Hey zusammen, hier ist mal wieder der fleißigste Musiknerd Deutschlands. Heute mit einer neuen Single-Musikvideo-Reaction-Review. Und zwar zum Track Get in the Ring von den Viking-Metal-Urgestein Amon Amarth. Ich würde mich nicht selber als Amon Amarth-Fan bezeichnen. Ich mag wohl einige Tracks ganz gerne. Es sind doch schon mehr als eine Handvoll Tracks, die ich mag. Ich finde die immer ganz, ich finde die ganz gut, ja. Ich mag halt dieses Viking-Gimmick nicht so gerne. Aber von der Death-Metal-Seite her mag ich die schon eigentlich sehr gerne. Ich erwarte jetzt vom neuen Track Get in the Ring eigentlich Mid-Tempo, Groove, tiefe Growls, was der halt immer so macht. Melodische, aber trotzdem heavy Riffs. Und ja. Get in the Ring klingt schon wieder nach so einer Kampfansage. Ich bin mal gespannt, also ich habe den Track noch nichts davon gehört. Ich glaube, ich habe auch das letzte Amon-Album nicht so wirklich mitverfolgt. Das letzte, was ich so wirklich gehört habe, war Deceiver of the Gods, glaube ich. Das fand ich ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, ob danach noch was kam. Egal, jetzt checken wir mal Get in the Ring von Amon Amarth aus und gucken, was die Jungs hier so fabrizieren. Ab geht die Post, würde ich sagen. Ich ziehe mir die Dinger hier mal an und dann drücke ich Play. So. Das Logo der Band und wir fliegen irgendwo hin. Featuring ein Mensch, den ich nicht kenne. Okay, Mad Max Ästhetik. Melodisch, wie ich erwartet hatte. Oh, es kommt. Es ist Build-Up. Na komm. Das ist ein Metallica-esker Build-Up, finde ich. Schön harmonisierte Gitarre. Hey, die Vocals klingen anders, finde ich jetzt gerade. Waren die nicht mal tiefer? Egal. Vielleicht probiert er auch mal neue Sachen aus. Bring it on. Okay, Kampfansage. Ohoho. Dieses CGI-Blut, was da hochkommt, ist so lame. Okay, die Hook ist... Naja, beim ersten Hören, naja, der Text ist ein bisschen... Pipi Kaka. So, hier so, das ist so irgendwie so der Come and Get Some Text. So irgendwie erinnert mich lyrisch an New Metal, so ein bisschen. I'ma fuck you up und so. Only a fool thinks that he knows it all. Nur ein... Was ist ein Fool? Depp. Nur ein Depp weiß, dass er denkt, dass er alles weiß. So. Weiß, dass er alles denkt. Oh. Lied. Bevor der zweite Refrain kommt, nochmal was Melodisches, okay? Wobei der Track ist super melodisch. Okay, das war ein bisschen weak. Wenn du ein Solo spielst, was... Ein Tremolo-Part beinhaltet. Warum nimmst du für das Musikvideo nicht auch eine Gitarre, die Tremolo hat? Pre-Chorus. Ja.
Is Sun Begins to Wax. Ja, das ist natürlich ein cooler Moment, ne? Wenn es kurz rausfährt, Bring It On, Nowhere to Hide. Ich finde, man versteht seine Vocals sehr gut, das gefällt mir. Oft ist es bei so Death-Metal-Sängern so, dass sie so und man versteht irgendwie kaum Wort. Also bei ihm ist es sehr klar, das finde ich ziemlich gut. Ich erinnere an Maximum Violence. Ja, lyrisch ist es schon ein bisschen. Ich bin cooler als du. Lyrisch. Okay, der C-Teil. Der C-Teil, was kommt? Luck. Was? Wir haben kein C-Teil? Das war's? Moment, hab ich den C-Teil verpennt? War dieses kleine Lied da, was da drinne war mit dem Tremolo und Dingelings? War das der C-Teil? Okay. Irgendwie underwhelming, würde ich sagen. Mein erster Eindruck ist, naja, es klingt nach Amon, auf jeden Fall. Aber sowas wie Guardians of Asgard oder sowas, das ist das hier nicht. Es ist schwächer, finde ich. Die Hook ist ganz cool. Vor allem dieser Pre, wenn er Bring It On sagt, bevor es in die Hook geht, das baut schön Stimmung auf. Man wird pumped. Pumped, was gibt's da was Deutsches für? You get pumped. Was sagt man in Deutschland dafür? Keine Ahnung, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Scheiß Anglizismen. Ganz schlimm, als hätten wir in Deutschland nicht genug Worte für alles. Ja. Gut. So. Ich würde sagen, ich gebe dem Track mal eine 3. Hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so umgehauen. War wohl ganz gut. Sind so alle Amon Amarth Trademarks drinne. Riffmäßig unspektakulär. Ja. Nee, eigentlich ist eine 3 zu gut. Eigentlich müsste ich dem Ding eine 4 plus geben. Ist ausreichend, weil es ja erfüllt halt den Dienst, aber ist nicht mehr. Mal gucken, was auf dem Album kommt. Ich gehe mal davon aus, dass die da noch ein paar Banger versteckt haben. 4 plus, sage ich mal. Dann verlinke ich euch hier im Bild noch zwei andere Videos, die ihr euch gerne anschauen könnt. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr da mal reinschnuppert, ein Like und ein Abo hier da lasst. Und ansonsten lasst es euch gut gehen, habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr das so möchtet. Adios!